Herzlich willkommen zum Figurmacher Podcast on Demand, also ein Video oder auch als Podcast, je nachdem, ob ihr das nachher auf YouTube euch anhört oder auf Podigy oder was auch immer. Jetzt ist es ein Live-Video für alle, die es dann später sehen, damit sie wissen, worum geht es überhaupt. Ich werde jetzt noch ganz kurz warten. Ja, ich habe Zuschauer, das bedeutet, es scheint wohl Ton und Bild zu sein. Ich bin nämlich gerade im Hotel in Stuttgart, besuche morgen meine zweite Fortbildung dieses Jahr und ich habe die letzten Tage diese Bilder gezeigt von der Tanita-Auswertung bzw. In-Body-Auswertung und da gab es ganz viele Fragen zu, was ist mit dem Wasserhaushalt, was ist da mit der PCOSO, wie hast du das gesehen, was ist jetzt das Beste oder was auch immer, das sind immer die gleichen Fragen, weil Fragen, die beantwortet werden sollten. Ja, also erstmal, was ist überhaupt so das Beste, um Körperfettanteil zu messen? Der Bodybuilder, da wo ich herkomme, oh super, vielen Dank. Der Bodybuilder, da wo ich herkomme, nicht, dass ich der größte Bodybuilder aller Zeiten bin, überhaupt nicht, betreue halt viele und durch eine Wachstumsschwierigkeit, durch Krankheiten bin ich ja zum Kraftsport gekommen und habe dann mal eine Zeit lang den Wunsch gehabt, sehr viel Muskeln aufzubauen und habe dann nochmal studiert, Ökotrophologie, wie ihr sicherlich wisst. Und also alles, was ich über Ernährung, Training und alles, was damit zu tun hat, weiß, kommt aus dem Bodybuilding. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich weiß, dass Bodybuilding für viele Leute nicht unbedingt so ja, also einen negativen Beigeschmack hat, weil immer Leute nur an irgendwelche komischen Sachen denken. Aber dabei heute, habe ich vorhin schon erzählt, am Flughafen war es eher spaßig. Ich musste dann Doppelbizeps machen und so. Also von daher, alles, was ich weiß, weiß ich aus dem Bodybuilding und interessiert mich auch alles. So, und der Bodybuilder, wenn der in Wettkampfvorbereitung ist, was macht er dann? Oder der hat einen Coach, der wird sich erstmal vor den Spiegel stellen. Der guckt sich an, vielleicht fasst du dir noch ein bisschen an, dann guckt dir den Spiegel an und sagt, da ist noch ein bisschen was und dann musst du ein bisschen weniger essen, ein paar Kohlenhydrate weniger oder was auch immer. Also der Vorbereiter im Bodybuilding, der das jahrelang macht, der liest keine Studien, der guckt dich an und sagt, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Reis, ein Kilo Brokkoli, was auch immer und ein Löffel Öl dazu und fertig. Ja? Das haben die so im Griff. Dann gibt es natürlich auch noch Leute, die nehmen noch den Kaliper, den nehme ich auch sehr gerne. Ich nehme so einen Profi-Kaliper hier, den Carbonen. Das ist auch eine super Buchführung. Damit kann man auch sehr, sehr gut sehen, wie verändern sich welche Falten. Ob du nachher nach Kaliper 14% Körperfett hast oder 11 oder 8, ist eigentlich vollkommen egal. Es geht darum zu gucken, wie verändert sich das im Laufe der Zeit. Also eine Buchführung sozusagen, welches Konto geht rauf, welches Konto geht runter und dann kann man, wenn man da ein bisschen die Falten sich auskennt, schon sagen, das ist jetzt Problem mit Östrogen oder das ist ein Problem mit Cortisol oder das ist jetzt war zu viel Kohlenhydrate oder zu wenig Kohlenhydrate, was auch immer, das kann man daran sehen. Das heißt also, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einerseits den Spiegel, das ist das Schönste, wahrscheinlich das Einfachste und das Beste. Wir haben den Kaliper und dann haben wir noch irgendeine andere Messung, wie zum Beispiel, was sehr populär ist, die Futrex-Messung, die Infrarotmessung. Die ist nicht ganz so weit verbreitet, aber diese sogenannte BIA-Messung, die bioelektrische Impedanzanalyse, also da kommt der Name schon her, das bedeutet, man schickt Strom in einen Körper und wartet auf den Widerstand und guckt, welchen Widerstand hat man dann. Die kommt eigentlich aus dem Krankenhaus, das hat man damals gemacht, mit dem Phasenwinkel wollte man sehen, wenn jetzt jemand sehr krank ist, zum Beispiel Krebs hat oder andere zehrende Krankheiten, werden die Zellen jetzt gut ernährt oder schlecht ernährt? Und wenn der Phasenwinkel runtergeht, dann bedeutet das, die Nährstoffaufnahme ist nicht gut. Wenn der Phasenwinkel hochgeht, bedeutet das, der Mensch wird wieder gesund. Ja, das war eigentlich so der Sinn und Zweck der bioelektrischen Impedanzanalyse, dass dann nachher geschätzt wird, wie viel Körperfett man hat. Das ist natürlich für Leute interessant in der Fitnesswelt und so weiter. Aber eigentlich ging es wirklich um Gesundheit, ja, um den sogenannten Phasenwinkel. Und irgendwann hat man dann aus diesen ganzen Werten rauskriegen können, wie viel Prozent Körperfett wird das ungefähr entsprechen, ungefähr, ich sage das wirklich nur ungefähr entsprechen, man geht da von normalen Menschen aus, also kein Bodybuilder, die einfach sich normal ernähren und dann geht man davon aus, dass 77% des Wassers in der Muskulatur sind und der andere außerhalb der Muskulatur und dann gibt es diesen Widerstand und bestimmte Berechnung und dann kommt da was bei raus.
So, und jetzt gibt es ja auf dem Markt diese bioelektrischen Impedanzanalysen, was relativ einfach ist. Da gibt es jetzt die Elektroden, die man so draufklebt auf der Hand und auf die Füße, da muss man so liegen. Das ist eher so ein medizinischer Bereich. Das wird wahrscheinlich im Studio nicht so möglich sein oder zu viel Aufwand machen. Auch das zu interpretieren, das bedeutet auch schon echt Wissen. Ja? Und das ist auch so ein kleiner Anschub jetzt nochmal an die Studios da draußen, die diese Messung haben. Ich habe letzte Woche auf der FIBO mit meiner Kollegin Frau Dr. Christina Steinbach gesprochen. Sie ist Ökotrophologie Doktor, also Ökotrophologin, und einen Doktortitel gemacht und arbeitet beim Ambrosius Ernährungsberatung. Und sie hat sich mal den Spaß gemacht und ist in ein Fitnessstudio gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte gerne was machen. Und hat gar nicht gesagt, was sie vom Beruf ist, sondern einfach nur, ja, und wie sieht denn Ernährung aus und so weiter. Dann haben die angeschlossen an diese bioelektrische Bilanzanalyse mit den Elektroden und dann kam was raus, ganz bunte Grafiken und so weiter. Und dann wurde das so überreicht, hier, für dich. Und sie guckt da drauf, sie weiß natürlich, was da steht. Aber hat gesagt zu der Trainerin, ja, und was mache ich jetzt damit? Und dann hat die gesagt, das ist nur für dich, für die Dokumentation, damit du weißt, wo du stehst. Ja, aber und dann sagt sie, was mache ich denn jetzt mit diesem Zettel? Ja, das ist nur für dich zur Dokumentation. Das bedeutet, da kriege ich meine besten Kunden, die werden gemessen mit irgendwas, aber keiner hat eine Lösung. Oder Chipkarte für ein E-Gym. Nicht in allen Studios, bestimmt nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt, ich meine, ich kriege ja meine Kunden dadurch. Die schicken mir die geilsten Auswertungen mit und sagen, ja, Andreas, die im Studio können mir nicht helfen. Und bei Frau Dr. Steinbach war es genauso. Würde ich gerne anschreiben. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr dann im Studio diese bioelektrische Impedanzanalyse habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das mit den Elektroden zu machen, was relativ selten ist. Die meisten haben irgendwie so eine Waage, so eine Tanita-Waage oder Formidoo oder ja, InBody-Waage. So. Und da stellt man sich drauf und dann kommt irgendwas bei raus. So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen ganzen verschiedenen Systemen? Der Unterschied ist total einfach zu sehen. Auch mit den Elektroden ist es so. Du musst was eingeben. Du musst, das hört sich erstmal doof an, aber du musst was eingeben. Das bedeutet, du musst als erstes dein Gewicht eingeben und dein Alter eingeben. Also das Gewicht misst ja vielleicht die Waage sogar. Du musst dein Alter eingeben und du musst dein Geschlecht eingeben. Und du musst deine Größe eingeben. Größe verstehe ich ja. Gewicht ermittelt die Dinge. Alle anderen beiden verstehe ich nicht. Es ist doch völlig egal, ob ich Mann bin oder Frau bin. Die Zusammensetzung kann doch unterschiedlich sein oder gut oder schlecht sein. Und das ist jetzt der ganz große Unterschied. Das heißt, wenn ihr jetzt euch irgendwo messen wollt oder ihr wollt euch so ein Gerät kaufen, dann fragt mal, ob diese Daten, die ihr eingibt, in die Messung mit einbezogen werden. Es ist nämlich so, die Statistik geht davon aus, dass so ein alter Mensch wie ich, 50, gar nicht 13, 14% Körperfett haben kann. Denn im Alter geht die Statistik davon aus, dass man im Alter immer dicker wird und immer weniger Muskeln hat und immer mehr Fett bekommt. Das heißt, ihr könnt das mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr so eine Waage habt, ich habe jetzt gesehen, bei Netto gab es eine für 17 Euro. Die würde ich mir kaufen, einfach nur für den Spaß, weil 17 Euro ist jetzt nicht so viel Geld. Das ist auch eine Waage mit Bluetooth, mit Speicher, mit allem Scheiß. Stellt euch da mal drauf und gebt mal ein, Mann 50 Jahre und guckt euch die Messung an und gebt dann mal ein, Frau 20 Jahre oder Frau 70 Jahre oder was auch immer. Und die gleiche Person stellt sich drauf, dann wirst du sehen, dass es andere Ergebnisse hat. Weil die Statistik, die Software davon ausgeht, dass wenn du eine Frau bist, automatisch mehr Fett hast. Und wenn du alt bist, hast du automatisch mehr Fett. Aber heute wissen wir doch, dass man durch Training und eiweißreiche Ernährung auch im Alter noch einigermaßen gut beieinander sein kann. Und das ist der Unterschied, das ist der ganz große Unterschied zwischen den Systemen. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, als erstes mir die Leute anzuschauen, dann auf jeden Fall
zu kalippern, das ist für mich die beste Möglichkeit. Das muss man allerdings können, ne? Also ich will nicht sagen, dass es schwer ist, das kann jeder lernen. Man muss halt seine Griffe haben, die man immer so macht, immer gleich, seine Abstände, ich habe immer so meine Händeabstände und so weiter. Und dann schreibt man sich das auf, beziehungsweise hat eine Software, die das dokumentiert. Und wenn dann da irgendwas rauskommt, ist egal, wer jetzt 13% Körperfett rauskommt. Entscheidend ist der Verlauf. So. Und ich arbeite ja so, bin ja gerade hier im Hotel in Stuttgart. Und ich habe heute sogar noch zwei Leute gehabt, die ich hier gemessen habe, die hier aus der Nähe kommen. Ein Mann, muss ich sagen, super, der ist ganz aus München, obwohl München gar nicht so weit ist. Der ist aus München hierher gekommen, das sind knapp 3 Stunden ist er gefahren, um mit bei mir wieder gemessen zu werden. Ich werde euch nachher die Ergebnisse zeigen. Der hat sich so bombastisch verbessert. Ist kein Bodybuilder. Der will einfach nur gesund sein. Der will einfach nur leistungsfähig sein. Der will nicht auf die Bühne oder irgendwas. Der will einfach gut schlafen. Der will gut in den Tag kommen und der will leistungsfähig sein. Mehr will der gar nicht. Haben wir jetzt geschafft. Und wenn man halt zu mir kommt, dann seht ihr hier, dass man, wie könnt ihr jetzt lesen? Nee, könnt ihr nicht lesen. Das sind meine Schmierereien. Das sind dann 27 Seiten. Fragebögen über alles Mögliche. Da frage ich nach Leber, Darm, alles Mögliche. Und das ist für mich wichtig. Und da sind dann auch teilweise natürlich auch Krankheiten drin. Und die kann man dann auch sehen. Das heißt nochmal zurück. Das Beste ist immer noch Spiegel. Dann nehme ich den Kaliper, weil ich kann das genau messen und kann sehen, wie entwickelt sich welche Falte. Nochmal, mir ist das egal, ob jemand genau Kaliper 13% Körperfett hat, 10 oder 20. Entscheidend ist für mich, wie verändert sich die Gesamtfaltenmenge und wie geht welche Falte wann runter. Und wenn ich sehe, dass die eine Falte sehr gut runtergeht und die andere nicht, dann weiß ich, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kann ich Maßnahmen ergreifen, damit alle Falten gleich runtergehen oder noch besser runtergehen. Klappt nicht immer, aber in 80% klappt das ganz gut. So, und dann haben wir halt die verschiedenen Messsysteme. Im Studio, wir haben die Futrex, das ist Infrarotmessung. Habe ich in meinem Studium gehabt, war gut. Dann haben wir die Biomessung oder halt irgend so eine Waage. Tanita, Formidoo, Omron, Inbody, was auch immer. Und die Inbody ist halt die, da kannst du dich draufstellen. Und ob du jetzt Mann eingibst oder Frau eingibst, das Ergebnis ist gleich. Denn die misst durch ihre 5-Zylinder-Messung, misst, was da ist. Und die misst nicht, was da sein müsste. Die meisten Systeme messen das, was da sein müsste. Du tippst 50 Jahre ein, dann hast du gleich mehr Fett, als wenn du 20 Jahre eingibst. Probiert das mal aus. Wenn ihr so eine Scheißwaage zu Hause habt, dann probiert mal aus, gibt mal 20 Jahre ein und gibt mal 50 Jahre ein. Und der gleiche Mensch stellt sich drauf, dann siehst du, dass der Fettanteil unterschiedlich ist. Wenn du das bei der InBody machst, ist das vollkommen egal, ob du 20 eingibst oder 50 eingibst. Der Zusammensetzung ist die gleiche. Okay? Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Die anderen sind auch gut. Ich will keine schlecht reden. Es gibt auch die Bier. Ich mag die auch mit den Elektroden. Die habe ich auch zu Hause. Habe ich auch in meiner Diplomarbeit benutzt, weil ich da so schön den sogenannten Biervektor lesen kann. Das kann die InBody nicht. Der Biervektor ist Ernährungs. An der Biervektor kannst du sehen, wie der Ernährungszustand ist, ob die Person überwässert ist oder überzuckert ist oder zu wenig Eiweiß hat, das können die anderen wieder nicht. Das ist eher so ein medizinisches Ding, eigentlich eher für Krebspatienten oder für Leute, die sehr krank sind oder Diabetiker oder natürlich auch magersüchtige Menschen, um zu sehen und denen zu zeigen, guck mal, du machst dich gerade kaputt. Deine Zelle wird immer schlechter ernährt. Also, alles ist gut, ihr müsst nur damit umgehen können. Ihr müsst es interpretieren können. Und da kommen wir jetzt zum Beispiel zu dem Thema Wasseransammlung, Wasserschwankung bei der Frau. Jeder von euch weiß, dass eine Frau einen Zyklus hat und dass je nach Zyklus, Woche und Tag das Körpergewicht anders ist und dass die Wassereinlagerungen anders sind. Ich habe eine, ich weiß nicht, ob sie zuguckt, ich sage den Namen jetzt nicht. Die habe ich im Coaching und ist im Moment ganz schwer für mich, die wirklich hinzukriegen, sage ich mal. Die nimmt, wenn die ihre Tage bekommt, in der Woche 4 Kilo zu. Wasser. Woran liegt das? Ich glaube, es ist dann die neben ihr, Aldosteron. Die spielt zusammen mit dem Progesteron und so weiter. Das kriege ich doch alles hin, aber ich muss das noch rausfinden.
Ja, und bei Frauen, die vielleicht nicht dieses große Problem haben, die haben vielleicht 1 Kilo mehr oder der Bauch spannt oder die Finger laufen zu und der Ring geht nicht mehr runter und was nicht alles. Und das sind halt Momente, die muss man wissen bei so einer Waage, weil da kann man viele Menschen sehr, sehr unglücklich machen. Weil die Waage ist nicht wie der Kalipper. Du nimmst das Fett und misst es. Die Waage trifft ja auf das Wasser. Auf das Wasser innerhalb der Zelle und außerhalb der Zelle. Und wenn du natürlich viel Wassereinlagerung hast, hast du sehr viel Wasser außerhalb der Zelle. Das bedeutet wieder, du hast rechnerisch mehr Fett. Und mach das mal mit einer Frau. Ich habe das ja gezeigt, dieses eine Bild, das ist eine Dame, die habe ich 7 Jahre jetzt im Coaching und entwickelt sich prima und hat immer so, immer knackig 15% Körperfett. Und dann messen wir zum falschen Zeitpunkt und sie hat 17%. Was meinst du, was da los war? Dann hast du richtig Stress als Coach, weil du zur falschen Woche gemessen hast. Der Tobias hat noch gesagt, man müsste normalerweise auch die Uhrzeit noch immer gleich haben. Das geht nicht immer, aber kann man immer versuchen, das zu machen. Aber in diesem Fall war es wirklich so, dass ich auch gefragt habe, wie bist du gerade dabei mit deinem Zyklus und so weiter. Das war wirklich zyklusabhängig und deswegen. Den besten Wert bei einer Frau habt ihr ungefähr am 10. Tag der Menstruation. 10. Tag der Regel. Ne? Also Menstruation beginnt dann, wenn die Frau anfängt zu bluten und dann der 10. Tag. Dann ist der LH, heißt es, das ist so eine Vorstufe fürs Wachstum, fürs Testosteron. Wenn das am höchsten ist, hat die Frau ihre beste Körperzusammensetzung und hat auch am meisten Kraft. Und dann misst und das jeden Monat an diesem 10. Tag, dann hast du wirklich einen super Wert und einen Wert, der unbeeinflusst ist von irgendwelchen Wassereinlagerungen unter der Haut. Ne? Das ist also wichtig. Und dann habe ich noch die andere Dame, die ich gezeigt habe, da sieht man PCOS. Und das hat man, erstmal wusste ich das, also wenn jetzt jemand weiß, was ist PCOS, also PCOS ist polyzystisches Ovarialsyndrom, ich kann es kaum aussprechen, Ovarialsyndrom. Das heißt, es bedeutet, an den Eierstöcken der Frau sind Zysten oder bilden sich Zysten. Warum das passiert, da gibt es die größten Theorien drüber. Manchmal kommen die nach der Schwangerschaft, manchmal kommen die durch die Pille, manchmal kommen die, egal, woher das kommt, weiß keiner. Gibt es halt nur Mutmaßung. Das Ding ist nur, wir wissen, was passiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Eierstöcke produzieren ja sowieso Hormone. Die sogenannten, ja, das ist Östrogen vor allen Dingen. Und wenn jetzt an diesen Eierstöcken noch so Zysten dran sind, die produzieren männliche Hormone und aufbauende Hormone. Das heißt, die produzieren dann Insulin und Androgene, also Androgestin und Testosteron. Das heißt, das wäre, als wenn du eine Frau nimmst und der dem mehrmals am Tag eine Insulinspritze gibst und mehrmals am Tag eine Anabolikaspritze. Ja, das wird jetzt die Bodybuilder, die jetzt hier zuschauen, oh, ist doch super, da kannst du ja so ein Koffer werden. Ja, das wollen die Frauen aber nicht. Es gibt eine Bodybuilderin, die ich gesehen habe, die hat auch diese Krankheit und das ist ein Megakoffer. Ja? Also das heißt, Megakoffer ist jetzt in Bodybuilding-Sprache, also sehr, sehr muskulös. Ja? Und die hat sehr viele Muskeln und die sieht echt mutantenmäßig aus, weil die diese Krankheit hat. Die nutzt die halt aus durch Essen und durch schweres Training und wird die sehr, sehr massig. Und wer jetzt das nicht so möchte, das möchten die wenigsten Frauen, die wollen vielleicht noch Kinder kriegen, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn diese Hormone kommen. Und da reicht es nicht nur, ein bisschen Diät zu machen, das könnt ihr komplett vergessen. Ihr kennt vielleicht die Sina Greis, auch eine erfolgreiche Athletin, Figurathletin, macht die knallharte Diät und sieht immer schlechter aus. Und sie weiß nicht warum, bis irgendwann dann rauskam, dass sie PCOS hat. Die hat das mittlerweile im Griff. Mit verschiedenen Einstellungen, medikamentösen Einstellungen. Die muss man einfach machen, anders geht es da nicht. Da könnte man Metformin nehmen, das ist ein Diabetes-Medikament. Man könnte andere Sachen machen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was da gemacht wird. Das geht mich auch nichts an, das geht euch auch nichts an. Ich will euch nur sagen, ihr könnt gerne die Sina bestimmt anschreiben. Dann wird ihr vielleicht auch mal, wir haben auch schon mal zusammen ein Video gemacht. Die wird euch dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber diese Krankheit ist sehr typisch bei Frauen und manche kriegen ja sogar noch Bartwuchs und ganz fettige Haut und ja, fettige Haare und sehen aus wie ein Kerl eher und nehmen halt zu. Das wäre zum Beispiel auch, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, die Ernährungsdocs kennt ihr vielleicht auch die Sendung. Da war auch mal eine Frau, die hatte PCOS und die wollte gerne Kinder haben und das ging dann nicht.
Ja, ganz klar. Wenn du männliche Hormone produzierst, dann ist schlecht mit schwanger werden. Und das ist halt eine große Herausforderung, die habe ich jetzt auch. Und an der Messung hat man halt das sehr, sehr gut gesehen, dass die Dame PCOS hat, weil sie untypische Fettverteilung hat. Also untypisch. Normalerweise hat eine Frau mit Östrogen mehr Fett an den Beinen als am Rumpf und am Arm. In den Armen, also man sagt auch Stammfettsucht. Ja. Das heißt, man hat das gesehen, dass die Fettverteilung anders war, dass auch der Waist to Hip total wie ein Mann war und auch das Visceralfett sehr hoch war. Das hat man an dieser Auswertung gesehen, was untypisch ist für eine Frau. Und die hat auch diese hormonelle Störung und da sind wir jetzt dran und müssen so einiges machen, viel, viel mehr als alle anderen, um das hinzukriegen, um da ja, das Gewicht hinzukriegen, die Muskeln hinzukriegen, das Gewebe hinzukriegen, das wird ein bisschen dauern. Genau, also zusammengefasst, guckt in den Spiegel, nehmt vielleicht einen Kaliber, kauft euch die richtige Waage, kauft euch eine Waage oder ein Bia-System und überlegt, was wollt ihr machen. Seid ihr im Figurstudio? Oder machst du eine Figur? Dann ist wahrscheinlich so eine Inbody echt das Beste für dich. Wenn du mehr so mit Athleten arbeitest und Leuten mit Hormonproblemen, dann ist ganz klar der Kaliber. Und wenn du sagst, nee, brauche ich alles nicht, ich bin Hardcore Oldschool Bodybuilder, nimm Spiegel. Putz ihn vorher, fertig. Anaboles Licht drauf und gut ist. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Futrex habe ich, es gibt noch diese DEXA-Messung, habe ich noch nie gemacht, ist eigentlich für Knochendichte. Kostet auch immer eine Messung so 49 Euro. Muss man gucken, ob man sowas machen muss. Denke dann lieber Spiegel. Gut, in dem Sinn, herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, wie immer. Wenn ihr da Fragen habt zu den verschiedenen Messmethoden oder zu den Krankheiten, dann könnt ihr die gerne stellen und auch andere Themen, die damit zu tun haben. Ansonsten werde ich weiterhin einfach mal berichten aus meiner Praxis, was ich alles mache. Morgen werde ich, weil Montag, werde ich ein Video machen jetzt vom Wochenende, was ich so Neues gelernt habe zum Thema Gesundheit, Darm und Figur und werde natürlich auch im Laufenden halten. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Ich gucke noch ein bisschen Fernsehen oder gucke mir noch ein bisschen Rap One an. Und in diesem Sinne sage ich, bleibt gesund, bleibt geil, Freunde der essentiellen Aminosäuren.